Robin Gosens und Kai Havertz, fest vergeben. Was für ein Auftritt bei der EM 2021. Spätestens nach dem furiosen 4:2-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Portugal sind Man of the Match Robin Gosens, 26, und Kai Havertz, 22, die neuen Shootingstars im EM-Kader von Jogi Löw, 61. Auch privat läuft es für die beiden Fußballspieler rund. Beide sind seit vielen Jahren glücklich vergeben. Das sind die tollen Frauen an ihrer Seite. Robin Gosens, Freundin Rabea hilft Menschen dabei, gesund zu werden. Robin Gosens ist der neue deutsche EM-Held, dabei hat der Deutsch-Niederländer noch nie in der Bundesliga gespielt. Seit 2017 lebt er in Italien, wo er als linker Außenverteidiger beim italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo unter Vertrag steht. Immer an seiner Seite, seine schöne Freundin Rabea Böke. Seit 8 Jahren sind die beiden ein Paar, und führen offenbar eine innige Beziehung fernab vom Glamour-Leben. Während viele Spielerfrauen als Influencerin oder Model arbeiten, hat Rabea einen ganz bodenständigen Beruf, als Physiotherapeutin hilft sie kranken Menschen, wieder mobil zu werden. Wie wichtig ihm seine Rabea ist, hat Robin Gosens vor kurzem im Sonntagstalk des Senders HR3 deutlich gemacht, Rabea verdanke ich alles. Ich ziehe alle Hüte vor ihr. Ich bin maximal unflexibel, deshalb muss sie alles das machen, was ich gerade möchte oder wo mein Weg hinführt. Sie hat viel für mich aufgegeben. Was für eine schöne Liebeserklärung. EM-Torschütze Kai Havertz und seine Freundin Sophia Weber, 21, verbindet eine echte Sandkastenliebe. Auch diese beiden sind schon seit vielen Jahren zusammen, kennen sich sogar seit früher Kindheit. Obwohl die schöne Sophia als Model ihr Geld verdient, findet man nur wenige Fotos auf Instagram, auf denen die beiden als Paar zu sehen sind, viel zu wichtig ist den beiden ihr Privatleben. Bislang hat ihre Liebe allem standgehalten, auch Kai Havertz' Umzug nach London, wo er seit 2020 beim FC Chelsea kickt. Robin Gosens und Kai Havertz, bei diesen beiden Neulingen in Jogi Löw's EM-Kader läuft es einfach rund, und wir wünschen ihnen, dass es ganz lange so bleibt.